So, ihr müsst sterben. Mal wieder. Die müssten aber eigentlich auch mittlerweile die Schnauze voll haben, um von mir getötet zu werden. Die drei hier. Die habe ich jetzt im Zeitraffer so oft getötet, nur um an diesem Andenken der Vergeltung zu kommen. So, die Phalanx lasse ich da einfach mal links liegen. Sehen brauchen wir zurzeit nicht. Und ja, das klingt komisch. In Dark Souls braucht eigentlich immer Seelen. So, ich will einfach nur raus hier. Mal wieder. Wow. Weg mit dir, Bogenschütze. Und dein Kumpel da hinten schieße ich auch einen Pfeil in den Kopf, würde ich sagen. So. Weg. Ha, daneben. So. Das war daneben. Dich erledigen. So. Und jetzt die Jungs hier. Oh, die klettern ja jetzt alle hier hoch. Gut. So, weg mit euch. Und da ist unser Freund der Benarike-Ritter mal wieder. Hallo, Kumpel. Wow, ja, ich weiß, dass ich eine Grube kenne. Genau, schlag mit deinem Schild zu. Wir schlagen daneben. Jetzt haben wir dich getroffen. Zur Abwechslung mal. Aua. Autsch, das tut weh. Au, und das noch mehr. Also ja, dieser Ritter hat es echt in sich. Genau. So, weg mit dir. Danke für die große Scherbe. Ich hätte gerne meinen Ausdauerring mal wieder angezogen. Mehr Ausdauer zu haben ist doch nicht so verkehrt. So. Durch die Nebelwand durch. Priscilla mal wieder Hallo sagen. Hallo Priscilla. Tschüss Priscilla. Ich will nur nach Hause. Beziehungsweise ich habe ja gar kein Zuhause. Und raus aus dem blöden Gemälde, genau. Und mal wieder die Mädels hier. So, die mittlerweile auch Overkill One-Hits sind. Die restlichen lasse ich jetzt aber mal in Ruhe. Also die da vorne, die steht mir im Weg. So. Und ja, die Wurfmesse, die sieht überhaupt, die lasse ich auch mal da liegen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ich will einfach zurück zum Leuchtfeuer. Und mich dann in die Kirche porten, mal wieder meinen Eid auflösen. Neuen Eid annehmen und so weiter. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bevor wir dann mit dem mit der Story weitermachen. Aber wir haben ja zum Glück nicht mehr viel. Wir haben, wie gesagt, nur noch das verlorene Isalif, dann den Boss im Finsterwurzgarten und die vier Könige und das Drachental. Dann kommt das große Finale.
So, senke dich bitte, Plattform. Ich will nach oben. Wo geht's dann? Doch die Richtung. So. Rasten, teleportieren zu Feuerbadschrein. Nein, ich will zur Gemeinde der Untoten. So. Hier unten beim Schmied kann ich mich mal wieder mit Pfeilen eindecken. Je mehr Pfeile, desto besser. Hey, Kumpel. Ja, ja. Weil wir immer noch die Zauberglut haben. Gegenstand kaufen, würde ich gerne Standardpfeile kaufen, so viele wie du mir geben kannst. So. Und den Rest kennen wir ja. Wir werden schon nicht zur Hülle. Wir sind bis jetzt nicht zur Hülle geworden. Dann dauert es doch eine Weile. Ah, nee, ich will ja von hier aus, will ich ins Asyl der Untoten. Zu Snuggly der Krähe. Wir wollen nämlich noch ein paar Sachen handeln, die noch einige interessante Dinge bringen. Und dieses Mal werde ich es ein bisschen anders machen, weil ich ja jetzt Rückkehr habe. Weil das mit dem Speichern und Laden hat bei mir beim Rendern ein paar Probleme gemacht, die ich jetzt gerne umgehen möchte. Oh. Ja, ihr seid super heftig. Deswegen habe ich keine Angst mehr vor euch. Ein Langschwert. So. Aber erst einmal zu unserem netten Prediger. Hey, Kumpel. So, tschüss. Balderhelm. Ja, und bei Fremd werde ich vor Ende nochmal ziemlich viel Sachen gegen Seelen tauschen. Und auch die ganzen Seelenbatterien und alles benutzen. Ich habe ja recht viele Seelenbatterien mittlerweile angesammelt. So. 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 So, weg mit dir. Und dann hoch zum Sündenpriester. Dum, 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 dum. Ja, immer wieder über dieses Dach laufen. Ich weiß nicht, wer sich diese Konstruktion ausgedacht hat, den Glockenturm über das Dach erreichbar zu machen. Der gehört echt geschlagen, der Architekt. So, hallo, Oswald. Lord of Moon is Vergebung erbitten. Ich habe nicht gesündigt. Eid widerrufen. So. Und tschüss. Obwohl. Ach nee, er hat nur das zu sagen, dass wir Petrus ziemlich ähnlich sind. Naja. Lassen wir das mal gut sein. So sündig sind wir gar nicht. Wir haben immerhin Rhea gerettet. Und sie nicht ihrem Schicksal überlassen. So. Petrus würde sie sogar noch töten, hätten wir sie da unten nicht beschützt. Also Petrus weiß genau, dass er Ärger kriegt, wenn er sie anfasst. Ja. So. Hier runter.
Und dann hier hops. Genau, falsch gehopst. Also wieder hoch. So, dieses Mal aber. Ja, ins Asyl kann man sich leider nicht porten. Was ich ein bisschen schade finde. Da wir die ganze Zeit das hier wieder und wieder machen müssen. Und den Hals brechen nämlich. Aber ich will das Asyl jetzt mal komplett abschließen. Also die letzten Sachen mit Snuggly traden. So, die Zwischensequenz können wir ja überspringen. So. Einen Schluck trinken, bevor wir uns mit den Fackelträgern hier anlegen. Oh, die geben auch noch einigermaßen zu zielen. So. Und ja, das Loch hier im Boden ist wieder weg. Also hier mal wieder toll und lustig, bitte, dass da auf einmal das Loch weg ist. Da kommt man ja in die Versuchung, wieder reinzufallen. Auch wenn unten kein Boss mehr ist, ist das doch ein bisschen blöd. So. Bodenlose Kiste, dann gucken wir mal kurz. Wir brauchen die Sonnenlichtmedaille, den Sack, die Xanthuskrone. So. Von den Sachen brauchen wir nichts. Den Balderhelm würde ich gerne wegpacken. Von den Sachen können wir nichts traden, soweit ich weiß. Uns alles nix. Pfeile auch nicht. Ah ja, hier. Auf jeden Fall brauchen wir die Schädellaterne. Die haben wir hier. Und die unaufgestufte Pyromantieflamme. So. Diese fünf Sachen wollen wir traden. Jetzt gucke ich noch mal kurz, dass ich das Langschwert wegpacke. Und andere Waffen, die wir nicht mehr brauchen. Bastardschwert brauchen wir noch. Aber den Rest nicht mehr. Ja, den Bogen aufstufen. Das könnte sich noch etwas ziehen. Dafür bräuchten wir nämlich noch ein paar graue Brocken. So. Jetzt aber zu Snuggly. Wir haben 5 Gegenstände zu traden, also müssen wir das Ganze jetzt hier 5-mal machen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Weg mit den Fackelwürsten hier. Als ob ich Angst vor euch hätte. So, zu Snuggly zu kommen ist aber auch immer wieder eine Mutprobe. You. Give me, give me. Ja, ja, wir geben dir warm und weich. Wow, vorsichtig sein. Gut. Das erste, was wir ablegen, ist. Oh ja, gucken wir mal. Die Sonnenlichtmade. Ablegen. Gegenstand ablegen. So. Rückkehr benutzen. So, und wieder hintöten. Man braucht auf jeden Fall den Ladebildschirm, damit der Handel erfolgreich ist. Also nehme ich jetzt statt Speichern und Laden einfach den Heimkehrknochen. Das geht dann doch etwas schneller. Und einfacher. Also nicht den Heimkehrknochen, sondern halt den Rückrufzauber, das Rückrufwunder. Das ist praktisch, wenn man es hat.
So. Ja, ja, wir geben dir warm und weich und wir kriegen für die Sonnenlichtmade den alten Hexenring. Vorsichtig. Ja, alter Hexenring. Dum, 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 dum. Alter Hexenring. Alter Ring mit unbekannter Wirkung. Ring einer alten Hexe. Der Ring trägt eine feine Inschrift einer seltsamen nichtmenschlichen Sprache. Doch ist anscheinend nutzlos. Storytechnisch jedoch nicht. Moment bitte.